Bettina Schockemöhle, eins der Highlights beim internationalen Turnier wie den VR Classics, das ist der Showwettkampf der Volksbanken, Raiffeisenbanken und Easy Credit. Das ist am Donnerstag der erste Grund, warum die Halle knallvoll und ausverkauft ist. Was mag die Organisationsleiterin der VR Classics besonders gern an dem Wettkampf? Also zunächst mal ist der Tag heute bemerkenswert. Heute ist der 15. Januar, genau 4 Wochen. Am 15. Februar machen sich die Vereine bereit für den nächsten Schauwettkampf. Dann sind sie schon angereist und sortieren schon alles. Es macht mir eine große Freude, beim Schauwettkampf alleine schon bei der Anreise zuzuschauen, was dort alles aus irgendwelchen LKWs und Anhängern und Autos geladen wird. Es ist ein besonderer Schauwettkampf, der nicht nur Musikshow, Action und Lichteffekte bringt, sondern eben auch viele tolle Geschichten erzählt, quasi kleine Theaterstücke. Es ist die ganze Familie und der ganze Verein eingebunden, von ganz jung bis ganz alt. Übergreifend vermute ich da geradezu 4 Generationen, die dort mitspielen. Und die Vielfalt der Kostüme ist einfach jedes Mal atemberaubend, was denen wieder einfällt. Ist es dann schwer, wenn man Jurymitglied ist? Ja. Das ist absolut schwer. Ohne einen gewissen Notenbogen würde man sich nur von irgendwelchen Emotionen leiten lassen. Da dann auch ganz gerecht zu bewerten, ist sehr schwer. Gott sei Dank gibt es dort mehrere Richter, sodass im Mittel dann auch wirklich eine vernünftige Meinung rauskommt. Und sollte die Jury mal nicht ganz richtig gerichtet haben, das Publikum hat ja das zweite Wort und das Publikum wird auch ihren Sieger küren. Und da gibt es doch tatsächlich manchmal Unterschiede. Das ist ja auch gut so. Also wir freuen uns auf den ersten Tag VR Classics. Showwettkampf darf man auf keinen Fall verpassen. Danke.